Zu lang. Ich wollte mal Sony Vegas zeigen, welches der größte Fehler in Vegas ist, der bisher nicht behoben wurde. Wie man hier sehen kann, ist hier der Cursor. Nur mit diesem Cursor wird ständig in Videos, wenn hier eins wäre, hin und her geklickt, um die Startposition festzulegen. Da gibt es einen großen Fehler bei, denn hier drüber, über dem Cursor, befindet sich als gelb die Loop-Region. Wenn man also hier wahllos im Video hin und her klickt, wird immer, ohne dass man das möchte, diese blaue Loop-Region eingeschaltet. Wenn man also schnell Videos bearbeitet und hier, wenn hier als Video drin ist in dieser Zeitleiste, irgendwas die Startposition anklickt, dann würde immer wieder hier dieser dämliche blaue Balken, Loop-Balken, angeklickt. Und das ist sehr nervig, denn wenn einmal dieser Loop-Balken hier aus Versehen angeklickt ist und das Video läuft, dann ist hier immer wieder ein Loop drin, den man nicht haben will. Und mit der rechten Maustaste kann man hier zwar die Loop-Wiedergabe einstellen, aber man kann nicht hier diesen Loop völlig ausschalten, der völlig nervig ist und umsonst da drin.